Wir werden gerade die Kotze von Lucy los. Lucy, du hast mir schon wieder Tampons geklaut. Guck mal, was ich gefunden habe. Musst du immer mal in meine Tasche gehen? Bist zwar Mädchen, aber das brauchst du nicht. Guten Morgen. Wir sind wieder beim Samstag angekommen und ich muss gleich erstmal ganz dringend Haare waschen. Also bitte nicht so achten. Ich habe sie extra abgeschnitten. Wir sind beim ersten Kaffee gelandet. Wobei, das ist dieser coole Lupinenkaffee, also der koffeinfreie. Der ist unfassbar lecker. Ich würde ja gerne wissen, ob ihr da draußen auch Katzenbesitzer seid. Was eure nervigste Arbeit mit den Katzen ist. Meines Kotze wegmachen, wenn geschlungen wurde, weil dann die ganzen Bröckchen alle noch drin sind. Und Lucy kotzt gern in der Heizung. Mein Glück ist, dass die Heizung hier unten so weit offen ist und alles so in sich so durcheinander geht, dass ich da einfach Wasser durchkippen kann und dann kommt unten alles wieder raus. Ja, das war der Start an meinem Morgen. Und das so 6:30 oder so. Wobei, jetzt ist schon später. Jetzt ist 6:55. Okay. Genau. Also. Meine Eltern kommen zu Besuch und es ist ja nicht so, als könnte ich nicht kochen, ne? Mein Vater hat sich Pommes und Bratwurst gewünscht. Und ich dann denke, ich habe noch einen Kartoffelsalat angeboten, dass wenigstens irgendwas Nahrhaftes dran ist. Nee. Also mache ich nur einen Salat. Weil ich weiß, meine Mutter isst gerne Salat. Und ich will Ihnen heute meine Lieblings-Eisdiele zeigen. Weil die zeige ich gerne den Leuten. Und das ist da lecker. Ich habe auch schon vorgewarnt, es ist halt keine Eisdiele, so 0815, da kriegst du, keine Ahnung, Erdbeerbecher, Schokobecher, Krokantbecher gibt es da halt nicht. Da kriegst du halt Sahne drauf. Und im Sommer kannst du tatsächlich Erdbeeren haben, aber das war's dann auch. Das ist eine Manufaktur und es geht halt um die Herstellung und den Geschmack und die Qualität der Eiskugeln. Und die haben leckere Brownies, also vielleicht kriegst du zu einem Brownie überredet. Genau. Da kann man halt sehr schön sitzen, sehr gut Kaffee trinken auch. Und dazu wollte ich sie dann heute Nachmittag einladen und von dort aus fahren sie dann wieder heim. Das heißt, ich bin eigentlich erst heute Abend wieder so richtig da. Ich habe mir diese Woche spontan einen Dampfwischer, Heißdampfwischer bestellt. Der ist leider noch nicht da. Der war unfassbar reduziert. Also ich glaube, ich habe keine 50 Euro mehr bezahlt von Vileda. Glaube ich. Und ich hatte gehofft, dass der kommt, damit ich im Vorfeld hier einmal das ausprobieren und durchwischen kann. Außerdem wollte ich damit gerne mal über die Treppe im Flur wischen. Ich bin eigentlich gefühlt seit 5 Monaten dran. Ich fege und sauge immer, so ist es nicht, aber ich wische nicht. Und jetzt mit dem Sauger, glaube ich, geht es echt viel geiler. Nee, ist kein Sauger, ist ein Dampfwischer. Ich muss vorher fegen, aber ihr wisst, was ich meine. Und das wollte ich eigentlich, aber es hat sich nicht ergeben. Schade. Außerdem sitzen wir hier am Tisch und ihr seht schon hier, es stapelt sich. Wenn wir hier essen wollen, muss ich ein bisschen was tun. Also es wird aufgeräumt. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wohin mit dem Kram. Also nicht mit allem. Und da kommen wir wieder zu meinem Dilemma. Ich habe zu viel Zeug. Ich habe einfach zu viel Zeug und das nervt mich. Genau. Hinter mir wird gestritten. Da ist er und da oben faucht's. Genau. Ich würde sagen, wir starten dann mal. Ich trinke jetzt mal meinen Kaffee, kuschel mit den Katzen und dann mache ich mich fertig für den Tag. Ich muss nämlich dringend einkaufen gehen. Aber wenn er Bratwurst will, heißt das auf jeden Fall, ich muss zum Hof fahren. Also. Und Mama wünscht sich Geflügelbratwurst. Das heißt, ich fahre nach Gelbrück. Okay. Gut, dann bis gleich. Musik.
Ich habe vorhin noch drüber nachgedacht, ob ich wohl auf die Kamera ausgeschaltet habe. Oder ob sie sich alleine ausschaltet, weil dann ist sie trotzdem ja noch im Lauf und dann mein Akku wieder leer ist. Ja, zweiteres. Ich bin wieder zu Hause und ich bin völlig fertig. Ich weiß gar nicht, wovon. Ich war beim Lidl, habe da so die normalen Dinge gekauft, wie sonst auch. Außer Ketchup, Mayonnaise, Senf für meine Eltern, Pommes für meine Eltern. Die kommen ja gleich. Und ich habe dieses Mal als Süßigkeit der Woche diese Waffeleier, diese aus Waffel und Schoko, die man zu Ostern immer kriegt, weil mein Vater die auch sehr gerne isst. Also habe ich die auch mitgebracht. Ich hoffe, er isst die noch gern. Ich habe lange da nicht mehr gewohnt. Warte, ich muss Hand wechseln. Der Kamera ist schwierig. Okay. Und sonst, was auch anders war als sonst, ich habe mir diesmal TK-Kirschen mitgebracht. Für meinen... Der Joghurt, den ich jetzt noch habe, der hält noch 3 Tage und dann muss ich Brot mitnehmen zur Arbeit. Auf jeden Fall war ich dann beim Noltenhof, habt ihr kurz gesehen. Hab dort die Geflügelbratwurst gekauft und habe mir nochmal Eier mitgenommen. Nee, mit der Hand geht das nicht so gut. Und war dann nochmal bei meinem Tante-Emma-Laden. Hab noch so ein Getränk, so ein Iso-Sport-Getränk für Papa mitgebracht. Und Haferflocken. Und ein bisschen Kuchen als Nachtisch, aber wirklich nur ein bisschen. Also heute wird kein guter ernährungstechnischer Tag, ey. Können wir alle in die Tonne kloppen. Ich zeige euch auch wieso, weil mein Frühstück ist Rest-Tortellini sofort Kaffee. Ist wie es ist. Ich will nicht wegschmeißen. Also muss das zum Frühstück her. Okay.